Schalte die Zündung deines Autos aus, zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Batterie sehen, die sich rechts im Motorraum befindet. Klemme niemals zuerst den Pluspol ab, da das ganze Auto am Minuspol angeschlossen ist. Dies kann gefährliche Funken im elektrischen Stromkreis des Autos erzeugen. Nimm einen Steckschlüssel, eine Verlängerung und einen 10 mm Einsatz, um zuerst die negative Klemme abzuschrauben. Sobald du die Klemme abgenommen hast, musst du sie weit genug vom Pol entfernen, damit sie sich nicht unbeabsichtigt wieder mit der Batterie verbindet, was die Fahrzeugelektrik beschädigen könnte. Öffne die rote Plastikabdeckung und verwende dann dieselben Werkzeuge, um die positive Klemme abzunehmen. Nimm einen Steckschlüssel und einen 10 mm Einsatz, um die drei Haltemuttern von der Schutzplatte der Batterie zu entfernen. Löse sie. Um Zeit zu gewinnen, kannst du sie danach von Hand abschrauben. Nimm schließlich die Platte raus. Nimm die Plastikwand des Batteriefachs ab, indem du sie nach oben schiebst. Du hast nun Zugang zum U-förmigen Batteriehaltemetall. Nimm es ebenfalls nach oben heraus. Du kannst nun die Batterie herausnehmen. Schleife nun die Innenseite der Batterieklemmen mit Schleifpapier ab, um die weiße Oxidschicht zu entfernen und langfristig plötzliche Pannen zu vermeiden. Nimm die neue Batterie und entferne die Schutzabdeckungen. Schmier die Batterieklemmen mit Kupferfett ein, um den Kontakt zwischen den Klemmen und den Polen zu verbessern, aber auch damit sie weniger oxidieren. Setz die neue Batterie ein und drück sie fest in die Halterung. Setz das U-förmige Batteriehaltemetall der Batterie wieder ein, indem du es von oben nach unten schiebst. Achte darauf, dass du es auf allen Seiten des Batteriefachs in die Gewindebolzen schiebst. Bring die Wand des Batteriefachs wieder an. Setz die Schutzplatte der Batterie wieder ein. Und bring die Haltemuttern zuerst wieder von Hand an und fixiere sie dann mit dem Steckschlüssel. Bring zuerst die positive Klemme wieder an. Und schraube die Mutter mit dem 10 mm Einsatz wieder an. Bring dann die negative Klemme wieder an. Schieb sie so tief wie möglich ein und schraub sie dann mit dem Steckschlüssel fest. Und fertig!